Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Leute. Ja, ich weiß, dass letzte Folge ein bisschen anders geändert ist eigentlich. Also, wir waren ja noch im Dings, aber ich dazu entschlossen, ein bisschen Aufspielen zu spielen, ein bisschen Geld zu farmen und so. Also in die neuen Häuser bin ich noch nicht gegangen. Also, ja. Ja, ich bin halt ein bisschen die alten Häuser abgeklappert. Und hab halt auch hier dieses Ding immer ein bisschen gescaled. Gehigkeit noch ein bisschen. Das machen wir noch nicht so. Wir machen jetzt erstmal das. Das ist eine Story direkt am Anfang. Greenview 108 spends way too much time in front of the TV. Be a good neighbor and help him out. Das hatten wir letztes Mal schon nicht. Aber von mir aus, ja. So. Jetzt haben wir auch mal schon Dietrich. Der ist mega geil. Du musst dich keinen Schlüssel nehmen, sondern der macht es halt, wie gesagt, automatisch. Auch dazu entschieden, man kann ja auch Autos auseinanderbauen später. Das denke ich aus dem Let's Play ist das erste Mal vielleicht noch drin, ein bisschen verschneller dann aber. Ja. Wer sonst das da ist, also ich brauche doch mal so 15. Die 108. Circa bis 12 Penner. Oh hier. Bis 12. Dann sollte es ja passen. So. Ich bin froh, wie das hier gerade zurecht geht. Wir sind jetzt Folge 4. Die geht wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Wer ist noch zu Hause? Gar keiner mehr. Also doch einer, aber... So, Musik habe ich auch mal ein bisschen leiser gemacht. Oh. Wir werden jetzt komplett alleine. Okay, New Phone. Und in der Garage haben wir komplette Freiheit. Kein Wert für das Gemälde, Schiene einfach nur. Zentrik 100. Bring das jetzt weg und schlafen dann direkt noch. Dadurch haben wir nochmal neue Zeit. Wenn das irgendwie entdeckt wird. Das irgendwie entdeckt werden, aber naja, das war der Mann. Er weg hier. Oh, scheiße. Wir sind doch gleich da. Dann haben wir hier Greenview schon fast wieder fertig. Ich glaube noch zwei Häuser hier oder so, das ist ja schon fertig. Ja, die Story funktioniert ganz schön gut. Ich denke, wir werden auch nur noch, na, ich denke 10 bis 15 Folgen. Es kommt darauf an, wie viel ich jetzt offscreen mache. Wenn ich offscreen mache, so besser ist es, denke ich. Also Farming werde ich, denke ich, mal offscreen machen, vielleicht die Autoteile.
dass sie einbrechen, das bleibt jetzt in den Folgen. So, neue Häuser werde ich generell immer wieder in den Folgen selber machen. Außer halt solche Lernhäuser, obwohl die kann ja auch mit ein. Sie farmen, außer es ist halt irgendwas Kleines und zum Farmen. Ich glaube, in dem Badezimmer ist nie was Cooles. Beute, ja, das Gebäude habe ich ja schon. Ist auch aufgefallen, eigentlich so öfter man schlafen geht, desto besser ist es. Wenn man hier im Auto schlafen geht, da das speichert man ja immer als Checkpoint. So, Dietrich, das ist mega cool. Simuliert halt einfach so ein Ding hier, so ein Schlüssel. Ja. Cyber, ja, das Ding wir hier mit Geld. Cyber würde ich, denke ich, sogar noch nicht mitnehmen. So, wir sind jetzt alleine. Sie geht auch immer komplett ab hier. Von einem Mieter gehört, das ist nicht so schlimm. Das ist jetzt schlimm. Das ist ja wieder hochschaffen. Was ist denn jetzt passiert? Brechen wir was in ein anderes Haus ein. Eigentlich sind sie jetzt ja auch bald da. Aber in der Zeit können wir doch hier mal gucken, ob wir hier nochmal was Neues haben. Hier eine Blumenvase. Keule bringt mit. Ja, hier ein Wein. Ja, geht weg, Polizei. Ihr nervt. Wie siehst du mich denn? Stalkst du über dieses Haus hier? Okay, auf jeden Fall. Oh. Hä, wann will denn die Polizei um abhauen? Wann will die abhauen? Ist die schon wieder 8 Minuten? What the hell? Mann. Hab's doch verstanden, oder? Rab? Was ist doch noch ein Bewohner da? Danke. Ich muss ja nicht mehr weg sein, Polizei. Ja, kann man damit nehmen. Mach ich mal ein bisschen die Geräusche noch leiser. Was macht der Bewohner da jetzt einfach rumstehen damit? Und raus hier.
einfach nur weg hier. Einfach nur weg hier. Boah. Ich denke, die Folge wird halt, wie gesagt, ein bisschen länger. Wie man braucht eine 40-Minuten-Folge, aber es dauert auch länger am Hochladen. Obwohl, das ist ja auch nicht so schlimm. You don't want someone to see their own necklace at the pawn shop. You gotta break it down first. Das schaffe ich. Ich hab Black Bay irgendwas. Ah, hier. Dann lässt er auch um. Boom. Oh ne, hier bestimmt auch was. Dann haben wir auch das neue Werkzeug. Safe Knacker und Juwelier. Ah, Juwelier wird teuer. Aber wir haben das Geld dafür. Ich habe das erfarmt. Deswegen ist halt irgendwie das Rendern ist nie das Problem zeitlich. Wo es doof ist, ist es jetzt ja hier die Sonntagfolge. Also ich habe mich dazu entschieden, den Retro-Sonntag viel. Also habe ich glaube ich in der letzten Folge erzählt. Welcome back. Ja, Welcome back und noch nichts zu machen. Weil. Ja, wegen April und so. Aber nächste Woche geht's ja richtig los. Entschuldigung, so Sunday und so. Boah, 400. Not bad, not bad. So, dann brechen wir irgendwo ein wieder mal. Sogar sagen, wir brechen im Nachbarhaus die 107 ein. Ja, 107. So, wann sind die denn alle arbeiten? Okay, bis 8 kann ich pennen. Bis 8 Uhr kann ich pennen. So, hier. Oh, ich glaube, auf dem Parkplatz habe ich im Let's Play noch nie gepennt. Ich glaube, noch jemand dafür. Das ist normal, ich fall immer so. Das ist. Ah, das ist, glaube ich, doch schon ziemlich. So. Ich habe jetzt ja auch ein neues Thumbnail-Bild benutzt in der letzten Folge. Ist auch wunderschön. Ich möchte jetzt halt für jedes Ding was Neues machen. Ich denke, ich mache die Dinge aber gleich in der Folge. Das ist besser. Besser als finde ich jedes Mal. Save Bild oder so nehmen. Naja. Wenn ich halt kein Bild habe, was ich nehmen kann, nehme ich halt wieder das Standard zuerst. Boah, $200. Nee, aber noch mehr. 400. Ich sehe Jackpot-Paradies. Alles wieder verschließen, weil wenn die nach Hause kommen, dürfen die ja nicht merken, dass jemand eingebrochen ist. Ich finde auch immer komisch, warum werde ich denn da verdächtigt? Vielleicht wäre okay, vielleicht wegen meinem Aussehen oder so. Kann sein. So viel iPhone sind kaputt. Ich hätte den Fernseher, der hat kaum Wert. Ich weiß ja nicht. Ich denke schon, dass er einen gewissen Wert hat.
muss ihn ja nur nach vorne bringen. Manchmal kann ich die Dinger easy going machen. Manchmal brechen die Dinger aber nur kaputt. Du hast etwas viel Wichtiges, das ist mir aber gerade egal. Setten wir unseren Timer mal. Geht auch nicht mehr davon aus, dass es irgendwas klauen wäre, was es tragen muss. Deswegen glaube ich, direkt mit dem Auto ab, lass es da stehen und fertig. Dann können wir vielleicht noch bis 7 pennen. Oh, schon fast ja 20 Minuten die Folge. Noch kein einziger Cut. Der kam die letzte Folge mit einer Stunde Aufnahmezeit. Ups. Aber auch nur daran, weil ich nicht offscreen gefarmt habe, sondern in der Folge. Ich spiele aber hier mit den Mikrokameras, das wird interessant. Für mich denke ich eher weniger interessant, weil irgendwie die habe ich fast nie benutzt. Das habe ich fast nie. Ich finde jetzt. Ah, ich finde, es lohnt sich einfach nicht. Gelockt. Oh, 10 Minuten erwarten, das schauen wir auch. Jetzt geht's direkt in Etage 2. Genau wie die erste. Ach ja, das Haus erinnere ich mich sehr gut an meinem ersten. Ja, da habe ich öfters hier den Fernseher gleich mitgenommen. Die Maus ist sogar, glaube ich, gar nicht so unwertvoll. Erstens, wie viele iPhones haben die jetzt? Sind sie zweit? Zweitens, warum sind die alle kaputt? Warum sind die alle kaputt? So, jetzt kann ich hier alles aufreißen. Jetzt juckt es hier niemand mehr. Ich bin danach sowieso weg hier. Komisch, dass der Router keine Kabel hat. Oder steht der einfach nur oben so? Deko. Meins. Ich würde am besten hier ein Fenster nehmen. Ja, sass. Du bist sass. Ach, die Alarmanlage geht nur von innen an. Ich hoffe, wenn du von innen was kaputt machst, geht die trotzdem an. Hab ich mich wohl getäuscht. Ah, hier, ja, das ist auch noch mal was Interessantes. Jetzt zwar noch nicht, aber später. Und Radio. Wir brauchen gerade eigentlich nur XP, deshalb ist das egal, was wir haben. Bibi, Blume, okay, weird. Phase hoch.
darf hin. Die Blumenvase. Vase gegen Vase. So, raus hier. Dann können wir sagen, das Asteroiding war eigentlich entdeckt worden. Wir sind schnell nach hinten. Bus, Bus, Sub, Sub. So schneller. Da ist die World Border los. Zwei Level auf einmal. Besser kann es ja nicht werden. Ach, wir müssen Begutachtung machen. Na scheiße. Kann okay, ich wenigstens das schon machen. Auch den Glasschnacker. Kann ich sicher euch schon kaufen. Muss ich ein bisschen. Ah ne, ich dachte schon 3600. Okay, das wusste ich aber schon. Dann habe ich schon mal ein Stück der Story, der nächsten Story. So, Pfandhaus. 5% Verfolgungsjagd. Ah, das hatten wir schon alle. So. Welcome back. Welcome back. Tausend Sachen. Oh. So. Bisschen mal klauen hier noch. Klauen ja. 400. Obwohl, es gibt später Sachen, die sind so 3000 Euro. 21 Minuten schon. Also, da wo geh ich hin? Drück mal in die Green View. Achso, ja, natürlich in die Green View. Das gehen wir später. Okay, das haben wir alles fertig. Wilson sind wir auch fertig. Die Millers. Ja, dann machen wir die 106 gleich. Wir klauen auch irgendwie nur das, was wir brauchen jetzt. Schöner wäre auch zu sehen, wo die jetzt nächstes hingehen. Das sind 6 XP noch und dann stelle ich mich. Freeze!
wäre ich mir gerade erschrocken, obwohl ich wusste, dass es passiert. Dann wurden wir auch mal wieder hier was gemacht. Hier festgenommen. Ich weiß gar nicht, was ich als Thumbnail diese Folge nehmen soll. Ich denke, ich hole das Juwelierzeug und dann machen wir das als Thumbnail. Oder ein Tresor so zum Knacken. Na, ich denke mal den Tresor. So müssen wir gar nicht ruhig einbringen. Den Glasschneider wirklich einbringen. Ich weiß nicht, ob die zu Hause sind. Oh. Gut ist, wenn man nachts einbricht, man sieht immer, wo jeder ist, wenn die immer Licht an haben. Der Tresor jetzt. Wo ist denn der? Ah, schon da oben. Klauen wir das noch alles? Dann gehen wir mal wieder. XP noch klauen. Wir können wieder gehen. Ich da noch mit dem Cyber. Let's run. Run, Forest, run. Schon 30 Minuten die Fall. Gucken, was ich nehme, ob ich das nehme oder ob ich das mit den Dings nehme. Wir sind nicht mehr aufgefallen, also einmal schon gestorben, aber es kam nicht mit den Run reinziehen. Wow. Aber nächstes Level. Das ist mir zu teuer. Ich denke auch die Einheit 1 mal, wenn ich es mal. Da kann man ganz schnell angeschossen werden. Greenview 107 don't like our protection plan. I hope nothing happens to the jewelry in their bedroom. 107. Okay. Dafür haben wir noch nicht genug Geld. Sachen zu
Habe ich den Cyber schon verkauft? Nein, habe ich nicht. Warum verkaufe ich den nicht? Ja, dann ist das Werkzeug, das Tierwerkzeug, was für die nächste Folge. Einer der einzigen, das Tierwerkzeug, aka hier ist das Juwelierwerkzeug. Entweder kommt die Folge, also die Folge von gestern, entweder ist die am Freitag oder am Samstag rausgekommen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Stile Schmuck. Was ist auch still? Das manchmal kann man jetzt so ein bisschen triggern, das sieht man da oben immer noch so ein bisschen. Ja, oben rechts sieht man ja erstmal, das ist schön. Das ist nicht mehr so. Das stimmt, das Haus, da fahren wir heute schon. Ich vergesse mal das ganz schnell. Ah ne, das ist glaube ich gleich auch mit der automatischen Dietrich nehmen. Da muss ich hier glaube ich noch ein bisschen mehr. Und schnell verstecken. Jetzt haut er ab. Ciao, ciao. Ich bin hier in dein Haus ein. Ich bin schon irgendwo. Geld und XP sammeln hier. Ein bisschen Geld noch. Und den Müll mitnehmen. Es gibt ja später so Fenster, das ist mega schwer zu brechen. Erbstück auch noch und wir klauen das auch. Wie funny, aber irgendwie tun sie mir auch leid. Ist das jetzt ja schon fast hier Folge 4 gewesen? 10 verticken schnell noch alle. Kaufen dann nächstes Mal das Werkzeug. Also, oder jetzt. Aber wenn das nächstes Mal ist. Always remember to break down the jewelry. Welcome back. There's a tool for it in the shop. Ja. Mir fehlt jetzt. Hier muss ich doch noch einmal los. Ich möchte das Werkzeug wenigstens noch kaufen, diese Folge.
bisschen davon. Januar 3, das ist eigentlich, was das nächste Folge ist, das machen wir heute. Ja, dann habe ich es. Dann wisst ihr schon mal, wie das aussieht. So, was Schönes. Die Johnsons. Johnsons. Das ist nur das Schlüssel. Und nur zwei Leute, auf die ich aufpassen muss. Der Baby ist ja wieder am Start. Die muss ich aufpassen. Ja. Da vorne hat die Kreuzung gestanden. $50, okay. Ich glaube, die haben hier auch eine Waffe, bin mir aber nicht sicher. Vielleicht mal nicht. Immer nicht, wie kann er denn sehen, was da immer drin ist? Also sagt er, dass da Barry drin ist. So bricht man doch gerne ein. Jetzt einmal an. Rennen. Puh, einfach nur weg hier. Oh, wird tickt der so schnell. Viel cooler würde ich es auch finden, wenn man hier Saudi Electric. Wow, noch ein Level. Dadurch kann ich halt viel. Welcome back. Und jetzt machen wir Welcome back. 1.500 €. So, es geht. Jetzt haben wir da irgendwelche neuen Sachen. Ferne Sachen. Noch mehr Gegenstände vor Ort benutzen. Lass es markieren. Ich glaube, das ist erstmal besser, den Rucksack noch fertig zu machen. Nächstes gehe ich, denke ich, auf die Begutachtung. Also das muss ich im nächsten Viertel die 200er sowieso machen. Da gibt es mega viele Überwachungskameras immer und da die muss ich aus der Nähe, aus der Ferne markieren. So, ich will hier ein Zeug. Das ist da, was das nächste Mal die ganze Zeit machen alles. So, die Beute würde ich gerne noch. Na, ja, jetzt bin ich schon wieder pleite. $8. Am Stück aufgenommen. Also Leute. Ja, es ist auch gut. Die haben ja.
Also Leute, das war's mit der Folge. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.